Willkommen zurück bei Total War Warhammer. Musste ich gerade überlegen, so wie heißt das Spiel? So schwer ist es gar nicht. Ich bin dabei, Sjok-Draken zu belagern. Was mache ich hier? Fregnus Mardik hängt hier hinten rum. Öffentliche Ordnung. 4 Runden. Gibt es noch eine Rebellion? Will ich die Rebellion überhaupt? Könnte ich eigentlich machen, aber wie ist denn das, wenn ich die Stadt belage und dann eine Rebellion ausbricht? Ich mache die Belagerung einfach weiter. Ich könnte natürlich hier die... Hier bricht auch bald eine Rebellion aus. Er soll lieber dafür sorgen, dass hier die Rebellion ausbricht. Dann können die sich da irgendwie kaputt machen. Windmagie beeinflussen bringt bei den Zwergen, wie gesagt, ja nicht viel. Ich weiß nicht, wann da mit dem gerade so ein bisschen ziellos in der Gegend rum. Und hier halte ich die Belagerung aufrecht. Naja, dann geht's einfach weiter. Rotaugen, Fraktion vernichte. Die Rotaugen wurden ausgelöscht. Tja, eine Fraktion weniger. Wie lange halten die noch durch? 5 Runden immerhin. Und, aber vorher bricht da schon eine Rebellion aus. Wie ist denn das? Werde ich dann sehen. Bevor die kaputt gehen, bevor die aufgeben. Bricht die Rebellion aus. Das will ich ja überhaupt nicht. Gehe ich mal weg bestimmt. Nerven die mich dann, die Rebellenarmeen. Und die ist auch kaputt gegangen durch eine Rebellion. Sehr schön. Wie ist das eigentlich für meine Aufgabe hier, wenn ich Kapitelziele... da 25% Korruption haben soll. Wenn es kaputt ist, ist es 100%ig korrumpiert wahrscheinlich. Dann wandert er hier weiter drüber. Nun gut. Never forward unto slaughter. Und ich kann ein bisschen weiter forschen. Führerschaft plus 5 für Chaos-Barbaren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so große Probleme mit der Führerschaft hatte. Ich fand nicht, dass die irgendwie zu früh weggelaufen sind. 10.000 kostet das. Okay, da merkt man langsam, jetzt komme ich ein bisschen in Probleme beim Erforschen. Das kostet mich 10.000. Dann mache ich irgendwie erstmal was anderes. Zum Beispiel Führerschaft dann doch. Bevor mich das 10.000 kostet, bist du irre. Vier Runden noch und wie gesagt, allerdings in 2 Runden oder demnächst kommt es halt zur Rebellion. Das geht auch bestimmt schief und ich leide darunter. Ich meine es nur gut mit denen, wenn die sich halt nicht überzeugen lassen wollen, zum Chaosgott überzutreten, kann ich auch nichts dafür. So, dann verschlechtern wir da mal ein bisschen die Stimmung und dann bringe ich ihn mal auch mit dahin, in die Nähe. Ich könnte ihn mal demnächst in die Armee mit aufnehmen, im Moment habe ich keinen Platz für ihn. Was hätte ich eigentlich eben schon machen können? Komme ich nochmal zurück? Was hat er? Er hat ja sonst Korruption erhöht er immerhin. Und das, dann lasse ich ihn doch lieber draußen, ich bereite ein bisschen die Korruption vor, ist ja auch wichtig für meine Quest. Da reitet Kislev durch die Gegend. Bestimmt wieder das wieder aufbauen, was da kaputt ist. Ich speichere mal lieber. Ja, die Stimmung ist im Arsch. In der nächsten Runde gibt es die Rebellion.
Astralos! So, schön rumwandern. Hat mich zu weit nach vorne, jetzt kann ich nicht mehr den Held entsenden. Ich dachte, ich kann es trotzdem noch machen. Wenn ich ihn bewegt, dann hört er auch damit auf. Kann ich hier wenigstens ein bisschen Korruption verbreiten. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängt, wenn ich mich zu viel bewege, wann dies abgebrochen wird mit Held entsenden. Das wird nicht so richtig im Tooltip erklärt. Kann ich irgendwie, brauche ich noch 50% der Bewegung? Brauche ich mehr? Brauche ich weniger? So richtig ist klar, ist mir das noch nicht. Da kommt die Rebellenarmee. Die Frage ist, die einzigen, die sie ja bekämpfen könnte, sind ja gerade von mir umzingelt. Von daher, was soll er machen? Komm, let me tempt you. Tempests of fire. Never stop. Die Winde der Magie. Jetzt kann ich ihn bewegt und kann trotzdem noch Held entsenden. Wahrscheinlich, wenn man das einmal benutzt hat und dann wieder deaktiviert und dann wieder. Dann geht's nicht oder so. Attack. Drei Runden noch. Eine Belagerung dauert schon ganz schön lange. Tempel der Schädel. Okay, wir sollten dieses Ereignis unseren Vorteil nutzen. Winde der Magie plus 8, alle Streitkräfte für 3 Runden. Das könnte sogar noch hinkommen, wenn da der Kampf ausbricht. My magic is yours. Are you a god? Steigen die nicht auch so im Level aus, wenn sie vielleicht mit Held entsenden irgendwie? Was lernen sie dann vielleicht auch was dazu? Keine Ahnung. Ich lasse sie einfach mal hier stehen und Zeug machen, weil ich will immerhin kein Geld ausgeben. Dafür was zu tun, weil mir es eh nicht so viel bringt. Ich habe die ganz gut hochgelevelt. Und er wartet hier eh nur auf die. Das darauf, dass die Stadt aufgibt. Nee, der mischt sich jetzt hier ein, kurz bevor die Stadt fällt und greift mich an oder macht irgendeinen Vollscheiß. Dann drehe ich durch. Doch, man kriegt auch dadurch XP. Das ist ja nett. Nicht so viel wie durch erfolgreiche Aktionen, aber immerhin. Ja, dann sollen sie da ein bisschen Stress machen. Gut zu wissen, dass es damit auch geht. Und die letzte Runde jetzt. Gucken wir, ob sie sich nochmal in einem finalen Kampf wehren oder ob sie aufgeben. Na, jetzt kämpfen sie nochmal. Haha, ist das mies. Gegen fast kaputte Axtinfanterie mit einem Männchen. Und 7 Musketenschützen. Alle fast verhungert. Das kann ich aber nicht nochmal machen. Das mache ich automatisch. Das gucke ich mir trotzdem. Jetzt habe ich so lange drauf gewartet, das gucke ich mir jetzt an. Das gucke ich mir jetzt an, wie der eine Axtkämpfer und die 7 Musketenschützen jetzt kommen. Oh, 3 ist aber auch mies. Dann haben wir mal Glücksspiel. Jetzt muss ich ja mal mehr kriegen. 17. Das erste Mal, dass ich mehr bekommen habe. Wahrscheinlich ist es völlig Wumpe. Das Problem wird nämlich jetzt sein. Jetzt habe ich mal Glück gehabt und in dem wichtigen Kampf habe ich nämlich kein Glück. So, wir starten einfach das Spiel. So. Und jetzt ganz taktisch. So, rückt man nach vorne vor. Warum sie auch nach außen gehen, ist so ein bisschen komisch. Dass sie nicht Informationen vorrücken. So, bleibt mal schön in der Formation. Wir sollten mal anfangen mit ein bisschen was Spaßigem. Aber sie kommen nach vorne gelaufen. Man kann nicht sagen, dass sie nicht kämpfen. Der Feind hält die Anhöhe. Greift mit Umsicht an, mein Herr. Ja, mit Umsicht angreifen, weil er hält die Anhöhe. Ein Held haben sie immerhin. Der Feuerball. Er ist da voll in die reingekloppt. Ich kann mit dem brennenden Schädel das mal probieren, ob ich den steuern kann.
weil der eiert hier so rum. Ne? Ich glaube nicht, dass ich ihn steuern kann. So, jetzt kann ich die... das Gefecht schon beenden, relativ fix. Ich muss eine extra Taste kriegen, damit sie die Formation marschieren. Wie geht denn das? Das gucke ich mal ganz kurz nach, weil das relativ wichtig ist. Steuerung. So, Kampagne, Gefecht. Gruppenformation, Sperre. Dann kann ich die Gruppenformation beibehalten. Das ist schon mal eine Sache. Steuerung plus G. Gruppierung aufheben. Einheitengeschwindigkeit, Nahkampfmodus, Breite, Einheit, nach links, nach rechts drehen, Gruppe 1 auswählen, Abteilung kehrt, Auswahlsteuerung, Spielsteuerung. Also direkt zum Bewegen geht das nicht. Alt gedrückt halten, bleibt die relative Position erhalten. Die Bewegungsfahrt ist mit Shift, da kann man halt Wegpunkte festlegen. Artillerie kann ich einen manuellen Zielmodus aktivieren, um halt vielleicht vorzuhalten. Achso, beim Klicken und Ziehen Alt-Links gedrückt halten. Okay, das sieht auch ganz gut aus, wenn ich es mit Alt mache. Was will ich hier aber auch besiegen? Gib mal ein bisschen Gas, Jungs. Das sind ja bestimmt die eigenen Leute. Okay, der ist tot. Der Feind ist verwundet. Ich glaube, ich treffe jetzt bestimmt die eigenen Leute. Oh, das war knapp. Fast den Kopf wegrasiert. War nicht so schwer. Gefangen genommen haben wir auch keine, weil wir alle gekillt haben. Bin aufgestiegen, hervorragend. Fraktion vernichtet, jawohl. Aber ich konnte nicht mal jetzt dann das niederbrennen, oder was? Bisschen komisch. Lag es an den Rebellen jetzt? Da hatte nicht mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brenne das nieder, ich mache irgendwas anders damit. Sondern es hat jetzt kaputt. Ich habe 17.000, ich habe schon ordentlich was bekommen, aber es wurde irgendwie nicht richtig angezeigt, wie sonst. Ich soll ja auch mit möglichst vielen Fraktionen im Krieg sein. Wie sieht denn das aus, wenn ich welche kille? Dann bin ich ja mit weniger Fraktionen im Krieg. Ja, nur noch 7 von 12. Dann muss ich mich ändern, jetzt nochmal zum Feind machen. Das geht ja schließlich nicht. Okay, hier haben wir übrigens auch genug. Im östlichen Oblat haben wir genug Korruption gesät. Außerdem sinkt da die öffentliche Ordnung ganz ordentlich. What? You dare? Und er ist aufgestiegen im Rang. Das wollen wir doch eben mal machen. Marschierer, das habe ich alles ein bisschen gelevelt. Plünderer, Einkommen durch Überfälle, Rekrutierungskosten, das Hordenwachstum. Jeweils plus 2 für einen Punkt. Feindliche Belagerungszeit um 1 nach unten setzt schon mal sehr nett.
und der Verschleiß wird erhöht. Aber hier Hordenwachstum finde ich mal im Moment noch netter. Okay. Die Zwerge haben wir ausgelöscht. Dann kann ich mir überlegen, was ich jetzt als nächstes angehe. Ich muss also ein paar Fraktionen finden, mit denen ich mich im Krieg befinden kann. Hier oben, wie viel hier schon vernichtet ist. Nur Ruinen. Das ist so geil. Waage. Die befinden sich im Krieg mit uns. Die Sache ist die, ich muss eigentlich mit mehr Fraktionen im Krieg sein, damit es mehr Stress gibt. Mit den Skelingern bin ich nicht im Krieg. Verstehen uns aber eigentlich ganz gut. Ich will mich gar nicht ganz gut mit denen verstehen. Ich will doch Krieg haben. Karakadrin ist da unten. Den könnte ich sofort den Krieg erklären. Mehr kenne ich gar nicht. Zwei Fraktionen, die drei Fraktionen wurden ja schon ausgelöscht. Das macht dieses Bonusziel eigentlich nur schwieriger. Ganz schön unfair. Sonst reise ich einfach hier nach oben und mache die halt trotzdem kaputt. Wie sieht denn der Stärkerang aus? Die Skellinger, mit denen sind wir verbündet und die sind ziemlich stark. Wäre mir echt ganz lieb, wenn die sich ein bisschen prügeln würden. Die sind in Krieg mit Kislev und den Wagern. Kislev schwäche ich ja schon ganz ordentlich. Ich weiß nicht, mit den Skelingern, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, dass die so schwach sind. Also stark sind. Na gut, wir sind. You come to Norska. Don't expect to leave. Heldenaktion gegen Kislev, darüber freuen sie sich. Militäraktion gegen Kislev, darüber freuen sie sich. Frühere Abkommen mit Skellinger. Militäraktion gegen Vager, Krieg mit Vager, Krieg mit Kislev. Insgesamt 30, was verschlechtert sich. Und wir kommen da nicht so recht weiter. Also entweder verbünde ich mich mit denen richtig oder ich mache sie platt. Im Moment kann ich beides nicht so richtig machen. Das ärgert mich ein bisschen. Siedlungen. Die Vager sind mit zwei Siedlungen eigentlich auch relativ stark. Aber eigentlich fürs lange Ziel brauche ich ja nur das Imperium, Bretonia und die Zwerge. Auch die Zwerge halt. Sonst könnte ich als nächstes auch unten gegen Karakadrin ziehen. Ich müsste jetzt an Kislev vorbei. Hier unten komme ich nicht durch. Das heißt, ich müsste hier durch den Pass mich nach unten ausbreiten und sonst die Skelinger vielleicht erstmal in Ruhe lassen und mich halt mit den Kislevern rumprügeln. Machen wir das doch so. Gucken, was wir mit denen noch machen. Ansonsten reise ich erstmal so, dass ich noch 25% habe, hier ein Lager aufschlagen kann. Und mich erholen. Ein paar Einheiten sind angeschlagen. Insgesamt habe ich jetzt aber auch ein paar erfahrene Einheiten. Das sieht ganz gut aus. Die verbreiten hier weiter mal Korruption in der Region. Das kriege ich ewig nicht hin. Die sind im Moment bei minus 11. Und dabei belasse ich es mal. Finde ich gar nicht schlecht. Und damit kann ich diese Runde beenden. Insgesamt lief das ja eigentlich ganz erfolgreich jetzt mit der Belagerung. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, was ich da rausholen kann. Ganz kurz nochmal in mein Lager schauen. 5. Das heißt, ich kann sogar noch was bauen. Das hätte ich beinahe übersehen. Das will ich dann doch noch machen. Ich könnte meine Quest erfüllen und den Krieg schon das Chaos bauen. Das wäre doch noch ein schöner Abschluss dieser Folge. Machen wir das. Eine Runde, das gucken wir uns eben noch an. Okay, da kommt ein feindlicher Held.
Da gucke ich euch, was ich komme. Aber ich habe meine erste Quest erfolgreich abgeschlossen. Für Archaon, dem ewig Auserwählten. Und habe mit dem Kriegsschrein die Aufmerksamkeit der dunklen Götter auf mich gezogen. Krieg 1500 Gunst dafür und habe eben die Quest erfüllt. Den Königstoter bekommen. Jetzt habe ich eine neue Mission bekommen. Erforscht folgende Technologie. Unheilige Kommunion. Und bekommt dafür 1500 Gunst. Gucken wir mal kurz in seinen... ist das eine spezielle Aufgabe oder gehört die noch mit dazu? Es gehört noch mit zu dem Königsmörder mit dazu. Königstöter, meine ich. So, ich habe jetzt hier den Kriegsschrein des Chaos gebaut. Erstmal haben die Helden einen höheren Rang. Ich kann mehr rekrutieren. Ich kann erhabene Helden rekrutieren. Ich habe mehr Kapazitäten. Ich habe niedrigere Unterhaltskosten für Chaos, Auserkorene und Chaoskrieger. Man kann alles Mögliche bauen, was alles ganz nett ist. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hier. Königsmörder. Das ist eine Waffe, die ich bekomme. Das klingt halt so wie eine Waffe, finde ich. Aber es ist einfach eine Fähigkeit, die ich dann bekomme. Und mit dem Haken habe ich sie eigentlich freigeschaltet. Da kriege ich noch Königstöter. Das ist eine neue Aufgabe. Weil es einfach nur... einfach so eine Aufgabe, ohne dass ich da was für mache. Aber es ist ja eigentlich relativ wurscht. Ich kann die Forschung trotzdem mal angehen. Früher oder später muss ich es ja eh machen. Kostet mich jetzt 10.000, dann gucke ich mal, was ich danach bekomme. Und kann schon mal mich Richtung Kislev aufmachen. Weil das ist eigentlich die, die ich als nächstes angreifen möchte. Die Region würde ich dann erstmal, das ist hier östliches Oblast, würde ich in Ruhe lassen. Südliches Oblast würde ich dann angreifen. Hier senke ich nur die Zufriedenheit sozusagen. Die öffentliche Ordnung. Mit ihm bewege ich mich dann hier hin, dass ich noch ein Lager aufschlagen kann. Obwohl, ich kann auch warten noch eine Runde, bis ich wieder 4 habe. Ne, 5 sogar. Ich kriege im Moment wie viel dazu pro Runde? 9. Und wie lange brauchen die noch, bis sie sich, bis sie sich erholt haben? Nicht mehr so wahnsinnig lange. Die brauchen noch am längsten. Na, dann geht er halt hier. Ist jetzt gar nicht so dringend. Die da hinten machen mal ihren Quatsch. Aber ich könnte mal ganz kurz gucken, ob ich hier mit dem feindlichen Helden was mache. Weil er ist auch ein ganz guter Assassine eigentlich. 48%. Seine Chance ist eigentlich bei weitem nicht so hoch. 35. So, wie sind die Chancen? 15%, dass ich ihn kille. Probier mal. Ha! Attentat war ein Erfolg, aber habe ich ihn jetzt verletzt oder gemeuchelt? Das wird mir nicht verraten. Schade. Das wird mir nicht verraten. So, dann beende ich mal die Runde noch. Ich möchte das mit dem Königstöter noch sehen. Gibt immer noch so viel zu sehen. Was man alles noch haben möchte. So, Aufgabe erfolgreich. Jetzt habe ich schon wieder der Königsmörder. Das ist diese ganze Questlinie irgendwie. Bewegt einen beliebigen Charakter in diese Region. Okay. Kriegt 1500 Gunst dafür. Dann schicke ich da den... ihn dahin. Er hat immer noch die Korruption und Bevölkerung entmutigen. Hat mehr Einfluss auf die öffentliche Ordnung.
Trotzdem nur minus 5. Er muss erstmal hier wieder... So. Bei minus 12 geht doch. Und er bewegt sich dann mal Richtung... Wie weit er laufen kann. Bewegt sich mal dahin, um die Mission zu erfüllen. Und mit ihm wandere ich hier auch mal weiter. Kann das Banner des Untergangs mal zu Ende erforschen. Es sind nur noch 3 Runden. Dann kommt schon wieder ein Held an. Schauen wir gleich mal. Der will mich da schon wieder stören. Bevor ich das vergesse, bewegen wir mal einen Charakter hierher. Absolutely not. Let's be above this. Danke. Und jetzt die Questaufgabe. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von Archaon, dem ewig Auserwählten, der Königsmörder. Da habe ich jetzt eine Questschlacht. Und das ist ziemlich cool. Das habe ich jetzt diese ganze Auftragskette gemacht. Und wenn ich das erfülle, kriege ich 1500 Bonuserfahrung und kriege den Königsmörder. Nahkampfangriff, Rekrutierungskosten, Chaoskorruption, Beute nach der Schlacht. Bekomme eine neue Fähigkeit. Das ist eine Klinge, die ich dann wahrscheinlich anlegen kann. Feindliche Streitkräfte sind da. Ein Meisterhexer des Chaos. 5 Chaoskrieger mit Zweihandwaffen. Chaos-Streitwagen. Chaos-Ritter. Chaos-Brut. Todbringer. Und das ist eine starke Streitmacht, die da auf mich wartet. Und Verstärkung erwarten sie auch noch. Das ist also eine Aufgabe, die da vor mir liegt. Diese Questschlacht hier unten. Die ich dann angehen kann. Da brauche ich wirklich mal eine bessere Armee. Ich glaube, mit meiner habe ich da keine Chance. Aber ganz schön cool. Das haben wir soweit erfüllt. Das kann ich demnächst dann mal angehen. Da muss ich aber noch eine bessere Armee ausheben. Im Moment bin ich ja eigentlich damit beschäftigt, Kislev erstmal kaputt zu machen. Oder zumindest. Ich könnte eigentlich mal wieder... Das ist nördliche Oblast. Das ist östliche. Als nächstes könnte ich eigentlich dann Fort Ostrosk mal angreifen. Da ist auch eine kleine Armee drin. Die Garnisonsgröße immerhin 8. Jetzt nicht so schlecht. Also einiges zu tun. Das wollte ich noch ein paar Sachen angucken. Ich versuche nochmal, ob ich hier ein Attentat nochmal... Gescheitert. Verdammt. Kostet mich doch alles Geld. Naja, war ein Versuch wert. Also ich mache an dieser Stelle eine Pause und werde hier erstmal in Kislev ein bisschen weiter dagegen vorgehen, was hier so los ist. Dann eventuell vielleicht auch eine zweite Armee aufbauen. Oder ich muss auch mal gucken mit Rekrutieren. Kann ich nicht auch Helden rekrutieren oder so? Gibt irgendwie genug zu tun. Ich habe natürlich die maximale Anzahl. Irgendwas muss ich mal schauen. Kommandanten oder Helden rekrutieren. Gut, da habe ich jetzt sogar ein paar Möglichkeiten. Das schaue ich mir dann alles nächstes Mal an, wenn ich weiterspiele. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ob ich nächstes Mal dann auch Zwerge oder Chaos weiterspiele, entscheiden wir einfach spontan. Und mache jetzt erstmal eine kleine Pause und danach spiele ich nachher auf Twitch dann Dota weiter. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder sehr, sehr cool heute mit Chaos. Ich freue mich auch auf die Zwerge, wenn ich die weiterspiele, weil die auch Spaß machen und weil die sich total anders spielen. Also ist beides sehr, sehr cool. Und Dota ist erstmal ein bisschen entspannend im Vergleich, weil mit Dota kenne ich mich aus. Hier muss ich immer noch sehr viel nachgucken und überlegen. Und jetzt spiele ich gleich ein bisschen entspannt Dota. So oder so, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal entweder bei Warhammer mit dabei oder eben bei Dota oder bei einem meiner anderen Spiele auf Twitch oder auf YouTube, wie auch immer. Ich verabschiede mich in eine kurze Pause. Bis dann.